Hallo alle zusammen, wir machen ja jetzt einen schnellen, einfachen Eierlikörkuchen mit Mandarinen. Der Ofen heizt schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Die Eier habe ich jetzt schon mal in die Schüssel gegeben. Dazu gebe ich jetzt einmal ein Päckchen Vanillezucker. Dann geben wir dazu Puderzucker. Die Menge und so steht ja alles unter dem Video in der Infobox. So, und das tun wir jetzt erstmal schön verrühren. Dann geben wir dazu Salz, natürlich Eierlikör, neutrales Öl wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Das können wir jetzt nochmal verrühren. Dann brauchen wir noch Backpulver und Mehl. Und das verrühren wir nochmal. So, jetzt habe ich hier meine Form. Da geben wir den ganzen Spaß rein. Dann kommen einfach noch die Mandarinen. Und dann geht es auch schon ab in den Ofen. Ja, und so sieht jetzt unser Eierlikörkuchen aus. Und zwar, bei mir war der jetzt genau 45 Minuten im Ofen. Ich werde jetzt auch noch mal den Durchmesser von meiner Gugelhupfform ausmessen. Das schreibe ich euch dann auch mit in die Infobox rein. Und was ich jetzt noch gelesen habe, so als Tipps, also bei mir hat es jetzt super geklappt, dass er aus der Gugelhupfform rausging. Ist natürlich das Ganze richtig gut einzufetten mit Butter oder Öl und gut zu bemehlen. Dann wurde mir geraten, was heißt mir geraten? Ich habe das gelesen, dass man auf jeden Fall den Kuchen erstmal eine Viertelstunde dann draußen stehen lässt, bevor man ihn stürzt. Dann mit dem Holzspieß ein bisschen den Rand löst. Und wenn man noch das Gefühl haben sollte, es klappt höchstwahrscheinlich immer noch nicht, kurz über ein heißes Wasserbad heben. Aber ich habe das mit dem Wasserbad jetzt nicht gemacht. Bei mir hat das so geklappt. Puderzucker habe ich jetzt noch drüber gegeben. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir mal. Wenn ihr wollt, dass die Mandarinen einfach nicht nur so an einer Stelle sind, könnt ihr natürlich auch das Ganze erstmal 10 Minuten oder so in den Ofen geben und dann die Mandarinen dazugeben, dass die sich besser verteilen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall ist der halt richtig weich und soft, so wie man sich das halt bei Eierlikörkuchen vorstellt und wie man es liebt. So, so lecker. Deshalb macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.